Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Dave the Diver, meine sehr verehrten Damen und Herren, auf der Suche nach der Brechstange, wenn man so will. Und da ich gar keine Ahnung habe, wo wir lang müssen, könnte es sein, dass wir uns hier eine ganze Weile damit aufhalten müssen. So, wir haben auf jeden Fall schon mal, wir haben Netzgranaten dabei. Ich kann aber nur einmal, wenn ich das richtig im Kopf habe, so ein Boot bestellen und vielleicht bekommen wir ja noch so ein Sägezahn. Dings, ne? So ein Sägezahnhai, den wir fangen können. Wäre zumindest nicht schlecht. Ja, ansonsten wird es halt einfach ein wundervoller Unterseeausflug, wie wir schon einige hier hinter uns gebracht haben. So, aber ein bisschen was zu fangen zwischendurch. Ist ja auch nicht verkehrt. Zeit fürs nächste Quallenfest. Oder sonst. So, schön noch ein paar Garnelen einfangen. So, jetzt sind wir ja ein ganzes Stück nach rechts geschwommen. Jetzt sagen wir, tauchen mal hier runter. Sind denn so viele Quallen unterwegs heute? Das hat doch irgendwas zu bedeuten. Huch! Na komm. Hier können. Hör auf mich darüber zu pusten. So, raus hier wieder. Fläche wieder so frei für einen Hai. Oder auch keinen Hai. So, was da rechts? Ah ja, hier wäre ein Hai. Na komm her. Hier. Yeah. Oh. Das reicht leider nicht, um den Hai zu fangen. Oje, oje. Lass mich frei. Nein, das war nicht der Plan. Lass mal kurz an meinen Sauerstoff, bitte. Wenn ich darf.
Lass mich mal meinen Sauerstoff. Los. Okay. So, einmal abtransportieren. Also das war jetzt nichts mit der Netzkanone hier. Beziehungsweise mit diesen Netzwerfergranaten. Die sind dafür nicht geeignet. Vielleicht müsste ich dann mal mit einer Betäubungsgranate oder irgendetwas probieren. Ein Tigerhai. Haben wir aber gut gemacht, finde ich. Es hätte zumindest schlechter laufen können, sagen wir es mal so. Also jetzt sind wir schon wieder in den Tiefen. Ich weiß gar nicht, ob ich in diese Tiefen hin will. Und diese ganz speziellen. Ist das hier Würfelquallen oder was? Nein, Rippenquallen. Zumindest sind es nicht diese Quallen, diese Selbstmordquallen, könnt ihr euch noch an die erinnern? Die sich da einfach so mir nichts, dir nichts in die Luft gesprengt haben. Es sind aber viele von euch. So, die Taschenlampe. Kann es sein, dass ich schon fast das Inventar voll habe? Was ist denn da los? Oh, das ist aber explosiv hier, das Vieh. Oder? So eine rote. Bin ich denn hier hingeraten? Null Orientierung, wohin ich hier gerade unterwegs bin. Na, lässt du dich hier mit dem Netzding fangen? Tja, das würde theoretisch funktionieren. Aber ich kann dich nicht abholen lassen, also muss ich dich umbringen. Hat unbedingt Zeit, diese Drohne zu erweitern. Damit ich mehr als nur einen Fisch pro Tag abholen kann. So, und schon ist der DAX überladen. Ein erfolgreicher Tauchgang. Auf jeden Fall. Auch wenn ich wieder keine Brechstange gefunden habe. So, nichts mehr zu machen. Ich bin so weit überladen. Da geht nichts mehr.
Okay. Ich denke, wir schwimmen dann einfach mal wieder zurück. Hilft ja nichts. Bin ich hier eben lang gekommen? Ich glaube fast nicht. Jetzt geht das wieder los. Wo geht es hier wieder raus? Kann ich dich vielleicht noch mitnehmen? Seltene Zutaten fürs Restaurant. Na, geht das noch? Nein, Mist. Okay, hier, Qualle. Frisst das Vieh auf. Damit mir hier wenigstens niemand Verschwendungsvorwürfe macht. Ah ja, hier war der Ausgang. Herzlichen Dank. 80 Kilo Zeug. Dabei habe ich den Hai noch nicht mal persönlich abtransportiert. Also hier irgendwo in der Nähe war doch so ein Transporterpunkt. Genau da unten. Hast du zu früh losgelassen? Tja. Im Grunde können wir, wenn nichts passiert. Oh, Feldbefürchte sind erntebereit. Wollte gerade sagen, können wir gleich noch mal eine Runde tauchen gehen? Oh. Aber jetzt kümmere ich mich erstmal um die Feldfrüchte. Ja, alles Dinge, die zwischendurch erledigt werden müssen. Ui, was ist denn da los? Er ist dabei, das zweite Feld klar zu machen, oder was? Okay. So, was gibt's hier? Karotten? Karotten. So, wenn ich jetzt hier mal genau sehen könnte. Ich hätte gerne hier eine Übersicht, wo ich sehen könnte von den Feldfrüchten, wie viel ich von was habe. Das wird ja sofort ins Restaurant gebracht, offensichtlich. So, was habe ich hier noch? Wachstumsdünger. So, was brauche ich denn jetzt an? Viermal. Pff. Machen wir mal Knoblauch. Ich habe das Gefühl, ich habe lange keinen Knoblauch mehr angebaut. So, 4 Knoblauch. Ich nehme aber auch gleich Auberginen. Und Karottensamen. Weizensamen. So, damit ich das alles schon mal da drin habe, ich baue das dann einfach der Reihe nach an. Und dann ist gut. So, Knoblauch. Gemüsebauer Dachs, wer hätte das gedacht? Aber ich hätte nicht gedacht, dass das hier unten mit dem Feld so lange dauert. Okay, da können wir uns auch eigentlich gleich... Naja, da wollte ich... Eigentlich wollte ich zur Fischfarm. Nicht nur eigentlich, sondern das machen wir jetzt auch noch.
dann ein bisschen Fisch ins Restaurant schicken. Beim letzten Mal habe ich ein bisschen was verkauft. Jetzt kann ich ja mal gucken, was wir ins Restaurant schicken können. Hier ist Segel Dr. Fisch. An die Küche schicken. Die Hälfte. So, Kugelfische. Auch jeweils die Hälfte. So, hier haben wir noch den Feuerfisch. An die Küche. Okay. Konsequenterweise hier wenigstens zwei einzelne vom Paletten Dr. Fisch. So, was könnten wir denn hier vermehren die sich denn hier auch? Der große Barracuda. Hier auf jeden Fall die Leopardforelle. Harlekin muss ich erst noch mal ein bisschen vermehren hier. Okay, hier können wir die Schnecke. Wie haben wir den denn gefangen? Oder die zwei hier? Da funktioniert das normale Netz. Tatsächlich. Nur bei dem Tigerhai nicht. Gut, es ist wie es ist. Da hätte ich gerade ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, dass wir bei dem Tigerhai tatsächlich, dass wir den nicht so fangen können. Fangen und züchten können. Okay, zurück zum Boot. Jetzt haben wir natürlich auch nicht besonders viel Geld hier noch. Besonders viel Geld. So, was haben wir bei der Smartphone-App noch? Waffenshop. Das kennen wir ja alles. Rotes Scharfschützengewehr. Okay, da möchte ich momentan nichts machen. Bei iDiver müssten wir erstmal wieder ein bisschen Geld sammeln. Wie sieht es bei Cookstar aus? So gut, um es zu essen. Es ist einfach wunderschön. Na dann. Okay, Rangaufstieg. Fehlt noch ein bisschen was bis zu Platin. Und dann haben wir auch noch Diamant offen. Okay. Was mit den To-Dos? Kobras Brechstange. Das Hochzeitslied. Ach so, das sind ja noch hier Aufgaben für das Seevolk, die ich noch erfüllen kann. Kochduell chinesische Küsse haben, also jage Seespinnen. Diese Griffe zerstören die essbaren Korallen noch immer. Bitte erledige 3. Ach, okay. Wusste ich gar nicht, dass ich hier noch irgendwelche Dinge offen habe. So, Hauptaufträge, Nebenaufträge, VIP-Aufträge. Sollte ich irgendjemanden anrufen? Ich glaube nicht. E-Mails. Okay, das war das Thema mit der Marlin-Party. Farm Now. Okay, da sehen wir, was aktuell wächst. Dann haben wir schon so eine tolle App. Da können wir bestimmt auch mal irgendwann Leute anheuern, die die Ernte für uns vornehmen, würde ich mal hoffen. Okay, haben wir noch einen Kalender. Verwaltung. Cookstar. Kürzlich verkauft. Gekauft. Malinka. Okay, das ist dieses Sammelkartenspiel. Weil ich noch nie so richtig gespielt habe, aber können uns ja trotzdem ab und zu mal hier durchklicken. Was wir hier zwischendurch schon alles wieder an neuen Fischen und anderem Getier im blauen Loch aufgetan haben. Oh ja, der Seeengel. Mama Seeengel wird mir ewig im Gedächtnis bleiben. Ach, das sind die Seespinnen. Okay, gut zu wissen, dass ich damit Aufträge erfülle.
Das hatte ich so nicht mehr im Kopf. Okay, das ist so eine besondere Karte, die Seeengelkönigin. Der Riesenwolfsaal, ja. Drei Fragezeichen. Du hast diesen Fisch noch nicht gefangen, okay. Was haben wir hier noch? Bei Nacht die speziellen Fische, okay. LKW-Einsiedlerkrebs. Was haben wir hier noch aus der Gletscherpassage? Man sieht auch, dass mir noch welche fehlen. Sieht aus wie ein UFO. Oder ein U-Boot. So, vom Seepferdchenrennen, das machen wir auch die Schnelle. Okay, mehr haben wir hier nicht. Gibt es hier nicht noch irgendwo was hier? Ach, Mitteltief haben wir noch. Der Tigerhai. Er frisst alles, was er finden kann, ja. Ich bin davon überzeugt. Langnasensägehai. Warum auch immer, ich den gerne. Züchten möchte. Ich weiß auch nicht, habe ich mir so in den Kopf gesetzt. Konnte ich hier nicht irgendwie? Ne, das war was anderes. Das ist die Marinka-App. Muss ich mal gucken. Eco-Watcher. So, erforsche Seesterne 2. 13, 10. Folgende Objekte liefern. 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 Okay, fehlt mir aber trotzdem noch was. So. Level up, Level 3. Ein Öko-Giftwiderstand-Armband. Ach, da habe ich mich auch schon länger nicht mit auseinandergesetzt mit den verschiedenen Armbändern. So, hier kommen wir alles ab hier. So, Krallen erlegen. Das haben wir erledigt. Kommt viel zu selten in die Apps rein. So, noch irgendwas grün. So, hier unten sind die ganzen Aufgaben, die wir schon erledigt haben. Okay, Belohnung. Also als nächstes dann ein Öko-Edelstein-Armband. Wie war denn das nochmal mit der Ausrüstung hier? Also, das sind die Amulette. Ich habe ein Armband des Seevolkes. Da könnte ich ein bisschen ohne Sauerstoff überlegen. Wir haben ein Öko-Gesundheitsarmband. Verringert erlittenen Schaden um 10%. Und das könnte ich jetzt tauschen mit. Was ist denn hier neu? Armband des Seevolkes, die Finalskette. Moment mal, hier unten sind die. Tintenfischwaffenamulett. Basisschaden wird erhöht. Seevolk-Halskette. Uraltes Artefakt des Seevolkes wie eine Halskette. Es kann Rifttier abschrecken. Was sind denn Rifttier? So, neues auf jeden Fall. Das Öko-Giftwiderstand-Armband, ein Armband aus recycelten Materialien, hilft dabei, Gift abzuwenden. Erhöht den Giftwiderstand. Okay, gut zu wissen. Wenn wir das mal brauchen sollten. So, Eco-Watcher, Taschenrechner, Album, Fishman. Okay, mal gucken, ob wir da nochmal neue Aufträge bekommen. Oder auch nicht. Gut. Haben wir uns lang genug am Handy und auf den in den Apps rumgetrieben. Es wird Zeit für einen weiteren Unterwasserfischzug. Und den gibt es dann allerdings in der nächsten Folge. Und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.